Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben und die dazu passenden Pronomen an. Zuerst die Verben: bringen, zuhören, leihen, schicken, sagen, mitteilen und leisten. Hier kann man entweder den Akkusativ, den Dativ oder beides einsetzen. Fangen wir an. Ich bringe es dir. Es Akkusativ, dir Dativ. Bringen mit Akkusativ und Dativ. Ich höre Ihnen zu. Zuhören plus Dativ. Er leiht ihn ihr. Leihen plus Akkusativ und Dativ. Wir schicken es ihm. Es Akkusativ, ihm Dativ. Schicken mit Akkusativ und Dativ. Außerdem könnte man hier sagen, schicken zu oder schicken an. Ich sage es ihm. Es Akkusativ, ihm Dativ. Sagen plus Akkusativ und Dativ. Wir teilen es ihm mit. Mitteilen mit Akkusativ und Dativ. Es Akkusativ und ihm Dativ. Ich leiste es mir. Das ist ein reflexives Verb. Sich leisten. Ich leiste es mir. Es Akkusativ, mir Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich bringe es dir. Ich höre ihnen zu. Er leiht ihn ihr. Wir schicken es ihm. Ich sage es ihm. Wir teilen es ihm mit. Ich leiste es mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Verb mit Präposition. Sie streiken für es. Und gegen sie. Was erzählt sie darüber? Sie kümmert sich um ihn. Er wundert sich darüber. Sie war mit ihm einverstanden. Aus Langeweile rief er bei ihr an. Sie spricht mit ihr über sie.
Er hatte ein Gespräch mit ihr. Sie hatte mit ihm ein Gespräch. Er wartete auf sie. Sie freute sich über sie. Er freute sich auf sie. Sie ärgerte sich über ihn. Aus Ärger über ihn aß sie Kekse. Er hatte Zweifel an ihm. Sie zweifelte an ihm. Worum geht es hier? Wovon handelt er? Sie fragte ihn nach ihr. Sie fürchtet sich vor ihm. Aus Furcht vor ihm ging sie. Sie hatte Angst vor ihm. Sie entschied sich dafür. Sie dachte über sie nach. Er dachte an sie. Sie verlor keinen Gedanken an ihn. Sie erkannte ihn an ihr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben mit Dativ und Akkusativ an. Zuerst unten einige Pronomen. Ich, mich, mir. Ich ist Nominativ, mich ist Akkusativ und mir ist Dativ. Du, dich, dir, er, ihn, ihm und so weiter. Jetzt die Sätze. Das gefällt, Punkt, Punkt, Punkt. Das mag, Punkt, 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 gerne. Es schmeckt, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, Punkt, 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 gut. Punkt, 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 ist heiß. Punkt, 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 friert es. Punkt, 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 ist kalt. Punkt, 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 fühle die Kälte. Spürst, Punkt, 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 auch. Setzen wir ein. Das gefällt mir, Dativ, gefallen plus Dativ. Das mag ich gerne, ich, Nominativ. Es schmeckt ihm, schmecken plus Dativ. Das ist gut. Ihr ist heiß. Heiß sein plus Dativ. Ihn friert es. Frieren plus Akkusativ. Mir ist kalt. Kalt sein plus Dativ. Ich fühle die Kälte. Ich ist hier Subjekt, also Nominativ. Spürst du sie auch?
Du Nominativ, sie Akkusativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Das gefällt mir. Das mag ich gerne. Es schmeckt ihm. Das ist gut. Ihr ist heiß. Ihn friert es. Mir ist kalt. Ich fühle die Kälte. Spürst du sie auch? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Verb mit Präposition. Er spricht mit ihr über sie. Hier muss man halt immer sehen, wer über wen spricht. Er hatte ein Gespräch mit ihr. Sie hatte mit ihm ein Gespräch. Er wartete auf sie. Sie freut sich über die Gegenwart. Er freut sich auf die Zukunft. Sie ärgert sich über ihn. Aus Ärger über ihn aß sie Kekse. Er hatte Zweifel an seinem Plan. Sie zweifelte daran. Worum geht es hier? Wovon handelt der Roman? Sie fragt ihn nach ihr. Sie fürchtet sich vor ihm. Aus Furcht vor ihm ging sie. Sie hatte Angst
vor ihm. Sie entschied sich dafür oder dagegen. Sie dachte darüber nach. Er dachte an sie. Sie verlor keinen Gedanken an ihn. Sie erkannte ihn an der Stimme. Sie streiken für mehr Geld und gegen die Lohnkürzung. Was erzählt sie darüber? Sie kümmert sich um ihn. Er wunderte sich darüber. Sie war damit einverstanden. Aus Langeweile rief er bei ihr an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb raten und seine Präfixe genauer an. Zuerst die Sätze. Sie rät, ... davon ab. Sie verrät, ... Sie berät, ... Sie errät, ... Und sie rät, ... dazu. Er gerät in, ... Und noch einmal zur Wiederholung die Verben raten, geraten, erraten, verraten und beraten. Setzen wir ein. Sie rät ihm davon ab. Abraten von plus Dativ. Sie verrät es ihr. Verraten plus Akkusativ und Dativ. Sie berät ihn. Beraten plus Akkusativ. Sie errät es. Erraten plus Akkusativ. Sie rät ihm dazu. Er gerät in sie. Raten zu plus Dativ und geraten in plus Akkusativ. Und noch einmal alle Sätze. Sie rät ihm davon ab. Sie verrät es ihm. Sie berät ihn. Sie errät es. Sie rät ihm dazu. Er gerät in sie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt eine Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben zum Thema Beschweren, Sprechen oder Sagen an. Zuerst die Sätze. Ich beschwere ... bei ... über ... Ich spreche mit ... über ... Ich sage ... Ich sage es zu ... nicht, sondern ich schicke es ... oder zu ... oder an ... Jetzt setzen wir die folgenden Pronomina ein: A. mich, B. dich, C. dir, D. ihn, E. ihm oder F. es. Ich beschwere mich, Akkusativ, bei dir über ihn. Ich beschwere mich bei dir über ihn. Ich spreche mit dir, Dativ, über ihn. Ich spreche mit dir über ihn. Ich sage es, Akkusativ, dir, Dativ. Ich sage es dir. Ich sage es zu ihm nicht, Dativ, sondern ich schicke es ihm, Dativ, oder zu ihm, Dativ, oder an ihn, Akkusativ. Und jetzt noch einmal. Ich beschwere mich bei dir über ihn. Ich spreche mit dir über ihn. Ich sage es dir. Ich sage es zu ihm nicht, sondern ich schicke es ihm, zu ihm oder an ihn. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Pronomen dir und dich an, also den Dativ und den Akkusativ. Zuerst die Sätze. Ich melde mich bei ... Ich rufe ... an. Ich telefoniere mit ... Ich schreibe ... zurück. Ich antworte ... und ich höre ... in den nächsten Tagen. Setzen wir ein. Ich melde mich bei dir. Dir Dativ. Bei steht mit Dativ. Ich rufe dich an. Anrufen plus Akkusativ.
Ich telefoniere mit dir. Mit plus Dativ. Telefonieren mit plus Dativ. Ich schreibe dir zurück. Zurückschreiben plus Dativ. Ich antworte dir. Antworten plus Dativ. Ich höre dich in den nächsten Tagen. Hören plus Akkusativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich melde mich bei dir. Ich rufe dich an. Ich telefoniere mit dir. Ich schreibe dir zurück. Ich antworte dir. Ich höre dich in den nächsten Tagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, im folgenden Video sehen wir den Unterschied zwischen dir, Dativ, und dich, Akkusativ. Zuerst die Sätze. Ich melde mich bei, Punkt, Punkt, Punkt. Ich rufe, Punkt, 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 an. Ich telefoniere mit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich schreibe, Punkt, 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 zurück. Ich antworte, Punkt, 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 und ich höre, Punkt, 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 in den nächsten Tagen. Ich melde mich bei dir, Dativ, bei plus Dativ. Ich rufe dich an, Akkusativ, anrufen plus Akkusativ. Ich telefoniere mit dir, mit plus Dativ. Ich schreibe dir zurück. Zurückschreiben plus Dativ. Ich antworte dir. Antworten plus Dativ. Ich höre dich in den nächsten Tagen. Ich höre dich. Akkusativ steht hier mit hören. Und jetzt noch einmal. Ich melde mich bei dir. Ich rufe dich an. Ich telefoniere mit dir. Ich schreibe dir zurück. Ich antworte dir. Und ich höre dich in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung.